Oh yeah! Krieg mal hin. So, jetzt sind wir ein bisschen lauter. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Wir müssen uns halt zu dritten Mikro teilen, dementsprechend kann der eine oder andere etwas leiser sein. Ich habe jetzt Musik. Ich hab jetzt Musik ein bisschen leiser gemacht und werde gleich nochmal die letzte Meldung nochmal wiederholen. Aber es kann ja nie ohne Pan funktionieren, ne? Genau. Perfekt. So, da haben wir sie schon wieder. Lieber Cedric, dies ist die erste Warnung, dass du den heutigen Tag niemals vergessen wirst. Lege dich nicht mit deinem Kollegen an, trägst du die Verantwortung für den Leichtsinn. Liebe Grüße von einem diabolischen Drachen. Das war eine Ansage, du, mein Lieber. Das war eine Ansage. Für deinen genau. Leichtsinn. Da wir jetzt aber, wir machen jetzt einfach so. Liebe Grüße von einem diabolischen Drachen. Yay! Genau. Technikprobleme. Abbruchbereit gewesen. Ich schlag dich weg. Fertig, ich danke dir für die... Geht mir bitte nicht über Lust und direkt küsse ihn auf die sadistischste Art, die du kennst. Danke. Pat, das mach ich sehr gerne. Das kann ich dir versprechen. Sadie wird leiden. Kitzel ihn auf die sadistische Art, die du kannst. Gut, mit Ausrufezeichen Spende könnt ihr euch den Link aufrufen. Und Co. hat die ersten 11 Euro gespendet. Vielen Dank für deine Spende. Der gute Sadie wird sich mit Sicherheit darüber freuen. Ja, und meine Finger freuen sich schon darauf, ihn zu piesacken. Ich musste leider den ganzen Tag lieb sein. Ich durfte ihn nicht weiterkitzeln und glaub mir, die Versuchung war groß. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für deine Donation. Und los geht's. Genau. Mann, das Schäfchen, und Scarlett. 1, 2, Scarlett kommt vorbei. Einschaltungszeichen. Und damit Einschaltungszeichen. Scarlett, danke dir für die 10 Euro. Scarlett, vielen Dank. Ja, ich krieg jetzt ja mein Geld wieder. Und schmeiß wieder den armen, kleinen, unschuldigen Hund um. Tierquäler. Sadie, seh es mal so, je schneller das Ziel erreicht ist, desto schneller hast du es hinter dir. Izzy, runde Klammer. Liebe Grüße, Izzy. Vielen Dank, Izzy, für die 5 Euro. Du und deine falschen Böse. Ich krieg mich nicht mehr ein. Und ich mich erst. Es ist herrlich, es ist einfach nur herrlich. Hinterhältiges Frauenzimmer. Die Karten sagen, Sadie will heute gekitzelt werden. Guck mal, seht ihr? Ihr habt's genau gelesen. Also, check. Ich baue noch was. Damit da oben wieder eine gerade Zahl steht. Sorry, Sadie. Frauenzimmer. Oh, jetzt. Das Oha, kann das nicht sein. Haben Sie schon. Oh. Hab Dual mit Epoch. Das wird voll. Danke, Cole! Danke, Cole! Selbst wenn ich jetzt pleite gehe, das wird mir ein Vergnügen. Bergfest ist durch, lieber Sadie. Bergfest ist durch. Und das Schlimme ist, wir haben schon die Hälfte. Aha, aber die gehören mir. Clue. Die Zahl muss ungerade sein. Und ja, Cedi, ich hoffe, du kleine Japano-Biatche bekommst, was du verdienst. Und Clue, ich danke dir für die Donation für den guten Cedi. Du mieser kleiner Sack, du. Ich liebe dich dafür, Clue, ich liebe dich. So. Zack und zack und zack und zack. Säcke ihr! Und zack. Er hat euch Säcke genannt. Wie sagt ihr ihm? Nicht vergessen, wir wollen Cedric kitzeln. Psst. Genau. Nein. Na ihr oh, drei, mal, wie geht es so? Gönny! Uns geht's prima, Gönny. Wir hatten noch nie so viel Spaß. Nein, eigentlich haben wir generell die ganze Zeit so viel Spaß.
Und danke für die 3,33 Euro. Oh, ist die Zahl ungerade, Leute. Macht da was gegen. Beginnt jetzt. Genau. Und Mongo, ich helfe nach Kappa. Cedric, freust du dich eigentlich schon auf das, was dir bevorsteht? Also ich freue mich schon drauf, Mohaha. Im Namen von Cedric sag ich zu Izzy nochmal hinterhältiges Frauenzimmer. Geil, geil, geil. Und ich danke dir für deine Donation. Und von Drake kommen 10 Euro. Das ist unfair! Dein raffgieriger Chinesenarsch ist heute für mich. Das geht nicht! Du bereicherst dich selbst! Ausgezeichnet. Vielleicht sollten sie bauen. Einmal geht es noch. Kappa. Gönni! Gönni, danke für die 3,33 Euro. So, ich darf aber nochmal, komm. Es geht so. Komm. Bei mir ist jetzt wieder Schutz, Sandy. Meine Finger warten schon ganz sehnsüchtig auf dich. Nein! Nein! Oh. Es ist voll. Oh, Sandy, mein Päuschen. Päuschen. Du bist jetzt fertig. Sonst gerade weg. Nein. So, wir müssen hier nochmal ganz kurz Ordnung schaffen. Sandy, komm doch zu mir, mein Schatz. Ich hab gehört, du möchtest einmal so richtig durchgekitzelt. Hier, Bitch, komm hinter an, ich hab dich gewarnt. So. Ich hab dich gewarnt, leg dich nicht mit dem Alpha Yoshi an. Du hast es getan, da hast du deine Quittung. Hinlegen, zack, zack. Jetzt. Nein. Bitteschön. Nein. Der Beste. Und das Beste ist, Betsy wird dir jetzt auch nicht helfen können. Nein. Und das Gemeine ist, du darfst nicht. Zusammengekauert auf der Couch. Soll ich nochmal vorbeikommen? So, wir haben aber
noch etwas zu erledigen vorher. Na? Ein Versprechen einzulösen, was wir Sadie gegeben haben. So ist es, genau. Ja? Eine Zugabe von Kor! Kor, nur für dich! Sorry, mehr gibt's nicht, weil ich muss sie noch am Leben lassen. So, und Drake bestätigt. Aua. Ja, genau, die 100 Euro Donation, die eingegangen sind, bar auf die Kralle für Cedric. Jawohl. Applaus, Applaus. Und vielen Dank an alle, die so fleißig donated haben. Ihr seid die geilsten, ja. Ihr Lieben. Auf jeden Fall. Und du, mein Süßer, bist noch bis Sonntag bei mir. Weißt du, jetzt darf ich dich ja wieder im Pisa nehmen. Und weißt du warum? Nein. Die Wette ist durch, du hast verloren. Und das bedeutet, ich muss mich nicht mehr zurückhalten. Ich wünsche dir angenehme Träume. Böse. Aber ich darf dann wieder anspannen. Auf jeden Fall seid ihr alle die Geilsten und wir wünschen euch alle noch einen wunderschönen Abend. Und demnach bis zum nächsten Mal, euer Retro-Basti. Tschüss.